Und hiermit euch ein herzliches Willkommen zur Podiumsdiskussion Raus aus der Bubble, Open Source in das Bewusstsein der Gesellschaft bringen. Und ich bin heute nicht alleine da. Ich habe ganz wundervolle Gäste neben mir und über mir oder unter mir. Ist schön, dass ihr alle zusammengefunden habt. Und ich würde sagen, wir machen mal ganz, ganz kurz eine Vorstellungsrunde. Wollte ich vielleicht noch mal ganz, ganz kurz vorstellen für die Leute, die euch vielleicht noch nicht kennen oder vielleicht schon mal das Gesicht gesehen habe, aber noch nicht so richtig zuordnen können. Ja, ich fange mal an schon. Mein Name ist Thorsten Franz. Ich bin in der Ubuntu-Community unterwegs, gerade wieder ins Community Council gewählt worden für die nächsten 2 Jahre und komme gerade aus Prag, wo ein Ubuntu Summit stattgefunden hat, der ganz nett 3 Tage ein nettes Beisammensein war. Ich bin in der Open Source Community seit 2004, glaube ich, irgendwie so unterwegs. Würde ich jetzt mal so behaupten, ungefähr. Ich schmeiße den Ball mal weiter an Lothar. Ja, danke, Thorsten. Lothar Becker, eingeladen, wahrscheinlich mit dem Hintergrund aus LibreOffice. Ich war bis Anfang dieses Jahres Vorstandsvorsitzender der The Document Foundation, konnte das inzwischen erfolgreich übergeben an den Thorsten, der die ganze Arbeit jetzt machen kann und darf. Bin aber natürlich weiter noch in der Community aktiv. Zweitleben Unternehmer, Open Source Unternehmer mit der Reese Applications und mit Services rund um freie Office-Suiten, erst Open Office, dann LibreOffice und von daher auch so 2004, sogar 1-2 Jahre vorher, glaube ich, waren wir da aktiv, also auch schon relativ lang in der Szene. Ich schmeiße den Ball an den Frank. Genau, Frank Halicek ist mein Name. Ich mache auch schon Open Source Zeug seit Ewigkeiten. Erschreckend. Verschiedene Dinge, ganz lange KDE, wo ich sehr aktiv war. Mache dann auch ein bisschen Lobbying für Open Source, freie Software auf EU-Ebene, in Deutschland und europaweit eigentlich, so gut es die Zeit zulässt. Wobei ich jetzt wahrscheinlich eingeladen wurde, weil ich eben auch Gründer und Geschäftsführer von Nextcloud bin. Und ich gehe weiter an den Hauke. Ja, genau. Also ich bin Hauke Groß-Habermann. Ich habe quasi verschiedene Hüte auf. Unter anderem mache ich M23, das Softwareverteilungssystem, und erschreckenderweise jetzt auch schon seit über 20 Jahren, wie die Zeit vergeht. Was anderes, was ich auch schon relativ lange mache, sind die Kilo Open Source und Linux Tage. Da bin ich jetzt ungefähr 15 Jahre dabei. Und mit Jean zusammen machen wir einen wöchentlichen Livestream zu Linux Open Source. Ich bin auch Dienstleister zu Linux und Open Source. Also ich habe so eine bunte Tüte an Dingen, die ich mal gemacht habe, wo ich meinen Hut aufgehabt habe oder immer noch aufhabe. Genau, ja. Also von daher, Open Source ist irgendwas, was mich relativ lange schon begleitet hat. Und Linux natürlich auch. Wunderbar. Ja, mein Name ist Jean-Frédéric Vogelbacher. Ich studiere momentan Informatik im Master an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg und bin jetzt auch seit ein paar Jahren so ein bisschen schon mal im Open-Source- und Linux-Umfeld tätig, aber mit meinem YouTube-Kanal Linux Guides, momentan der größte seiner Art, und bin auch der Organisator und der Initiator dieser TUX-Tage hier, eine Veranstaltung, die uns alle nochmal ein bisschen näher zusammenbringen soll und nochmal den Wissensaustausch fördern soll. Ja, erstmal schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr es alle geschafft habt, und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein in das Thema. Und zwar, ich glaube, wir alle kennen es, wir sind ja auch schon, ihr seid ja sogar ein paar Jährchen schon länger in dem ganzen Kosmos drin. Irgendwann ist man nur noch von Leuten umgeben, die vielleicht ähnlich sind wie einer, beziehungsweise vielleicht auch manchmal ähnlich denken, jedenfalls in unserem Berufsumfeld oder auch vielleicht auch manchmal im Freizeitumfeld oder im Programmieren generell. Und wir müssen irgendwie versuchen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr aus der Bubble ausbrechen. Und den Startgedanken hat tatsächlich Thorsten Franz gegeben, von der letzten Podiumsdiskussion her, die wir vor einem Jahr hier gemacht haben. Auch eine ganz, ganz tolle Podiumsdiskussion gewesen, über das vielleicht ein bisschen das Leiten und das Führen eines Open-Source-Projektes und wie man das, ich sag mal, ein bisschen stärker machen kann, wie man da auch vielleicht finanziell in die Richtung gehen kann. Schaut euch das gerne an. Die Aufzeichnung findet ihr noch bei uns im Archiv. Und generell jedenfalls
ja, haben wir halt eben alle vielleicht manchmal das Problem, beziehungsweise eruieren wir doch heute einfach mal, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, da rauszubrechen. Ich würde erstmal sagen, wir sprechen ja erstmal alle mit unseren verschiedenen Projekten verschiedene Zielgruppen an und möchten ja eigentlich alle am Ende das Ziel haben, mehr Leute am Ende für freie Software zu begeistern und diesen Gedanken dahinter. Und da möchte ich einfach mal jeden von euch fragen, was für eine Zielgruppe habt ihr hauptsächlich mit eurem Softwareprojekt und was für Leute sprecht ihr an und vielleicht auch, wie sprecht ihr die an bis jetzt? Einfach mal vielleicht so nochmal rundum gefragt. Ja, dann fange ich mal wieder an, weil ich eben ja auch angefangen habe. Ubuntu hat das klare Ziel, dass es ein Betriebssystem für eigentlich jeden sein soll. Es soll eigentlich wirklich jeden Menschen ansprechen. Das ist erstmal das erklärte Ziel. In der Praxis ist es natürlich höchstwahrscheinlich nicht ganz so. Es ist sicherlich auch nutzbar für wirklich jeden Normalanwender, weil man braucht nicht irgendwie spezielle technische Kenntnisse, um das System wirklich bedienen zu können. Aber es hat sich im Laufe der Zeit schon gezeigt, dass es auch gewisse Gruppen eher nicht so anspricht. Also es sind eher doch mehr technisch versiertere Menschen, die von einer Linux-Distribution angesprochen werden, auch von Ubuntu. Wobei wir dort sicherlich schon eher in der Richtung sind, auch nicht ganz so technische Leute anzusprechen. Was ich immer wieder sehe, dass gerade auch Leute angesprochen werden durch ihr privates Umfeld. Also es reicht, glaube ich, nicht irgendwo so eine tolle Werbung zu machen und zu sagen, oh, da sind wir und deswegen kannst du es nutzen, sondern es ist häufig sowas in Richtung einer persönlichen Bekanntschaft muss dort so mit drin sein, damit Leute dazu animiert werden, das zu benutzen, weil sie dann auch vielleicht auch einen Ansprechpartner bei Problemen haben und so. Also genau, also das ist so das, was, glaube ich, so in der Realität dann daraus geworden ist. Sonst machen wir aber auch noch Ansprachen, was mich so ein bisschen stört, die sicherlich auch ein bisschen oldschooler sind, also so mit Forum, Wiki und sowas. Wir haben sehr wenig sehr neuere Medien, die wir da ansprechen, also die Leute darüber ansprechen. Also ich benutze keinen TikTok-Kanal oder wird von Ubuntu eigentlich nicht benutzt und sowas. Also da sind wir sicherlich ein bisschen oldschooler in der Technologie unterwegs. Vielleicht will ich es auch gar nicht bewerten. Ja, genau. Ich schmeiß wieder rüber, Lothar. Okay, danke. Ja, Document Foundation, LibreOffice. Wen spricht LibreOffice an? Ich kann mich eigentlich nur anschließen, alle. Aber das hat auch einen Hintergrund. Document Foundation ist ein gemeinnütziger Verein. Er ist nach deutschem Stiftungsrecht aufgesetzt. Das heißt, er hat sich eigentlich im Sinne der Gemeinnützigkeit an alle zu wenden. Hat sich die Aufgabe gesetzt, Produktivitätswerkzeuge, wie es so schön heißt, also Office Suite zugänglich zu machen, für jedermann zugänglich zu machen und das möglichst in einer sehr geringen Hürde. Ich sage deswegen sehr geringe Hürde, weil natürlich immer eine gewisse Hürde da ist, um das quasi anzuwenden. Insbesondere natürlich, was tun wir dafür? Über die Website-Aktivitäten, das ist klar. Wir versuchen aber auch in Persona mit Menschen quasi in die Welt, wirklich weltweit rauszugehen, Communities zu schaffen, von lokalen Open-Source-Veranstaltungen heraus eine LibreOffice-Gemeinschaft aufzubauen, Anwendergemeinschaft aufzubauen, Firmen anzusprechen, also nicht nur den Privatsektor anzusprechen, sondern auch professionelle Anwender auf das System zu bekommen. Und zum Dritten richten wir uns auch so ein bisschen, auch in den letzten Jahren gerade an den Bildungssektor. Also wir haben zum Beispiel Aktivitäten, um Zusammenarbeit mit den Universitäten aufzubauen. Die sind auch relativ frisch. Durch die Pandemie sind wir da ein Stück weit zurückgeworfen worden. Aber wir haben sowas wie ein Scholarship. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal ein Stipendium vergeben für eine gewisse Zeit, mit dem gefördert wurde, dass ein Student quasi an LibreOffice arbeitet, aber das eben auch in seiner Bubble, in der er aktiv ist, quasi bekannt zu machen. Es gibt noch viele Sachen zu sagen an der Stelle, aber das sei es erstmal. Frank.
Ja, bei Nextcloud ist die Sache ein bisschen komplizierter, weil wir haben eigentlich zwei verschiedene Zielgruppen, die wir ansprechen. Da gibt es einmal die BenutzerInnen, die das System benutzen, und dann die AdministratorInnen, die das dann betreiben. Und das sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche Pitches oder Zielgruppen. Bei den BenutzerInnen, denen ist ganz oft eigentlich egal, ob da jetzt irgendwie Open Source oder freie Software dahinter steckt. Muss ein System sein, was eben halt gut zu benutzen ist, alle nötigen Funktionen hat, Barrierefreiheit bietet und ansonsten einfach eine gute Software ist. Das ist relativ schwierig, den EndbenutzerInnen dann zu erklären, warum das jetzt irgendwie relevant ist, ob im Hintergrund dann freie Software läuft oder nicht. Bei den AdministratorInnen ist dann doch aber natürlich anders, weil die ganz oft, ja, da gibt es ganz oft natürlich Gründe, warum man jetzt nicht zu Google oder Microsoft oder Dropbox geht, sondern zu Nextcloud. Es können einmal so Compliance-Gründe sein, dass man irgendwie sagt, na, die Software muss jetzt irgendwie, da muss es möglich sein, die Software zu auditen, da muss man irgendwie reinschauen und sicher gehen können, dass da keine Backdoor drin ist, was ja bei freier Software geht und bei proprietärer Software nicht. Oder es gibt bestimmte Anforderungen, wo die Daten zu liegen haben. Oder Vendor-Login-Überlegungen oder manchmal auch Preisfaktoren. Das ist auch tatsächlich so, dass diese großen Clouds aus USA oder China nicht unbedingt immer die günstigsten sind. Manchmal ist es günstiger, Nextcloud auf irgendeine andere lokale Infrastruktur zu betreiben. Genau, und das ist auch ein bisschen unser Problem hier, weil es so vielfältig ist. Es gibt da leider nicht so eine richtig gute Antwort, weil die Argumentation oder die Gründe eigentlich immer unterschiedlich sind. Auch Nextcloud wird ja auch verwendet von Heimanwendern, Universitäten, Service-Providern, Regierungen. Und da sind auch jeweils die Gründe auch wieder immer ein bisschen anders. Also warum jetzt irgendwie, keine Ahnung, deutsche Bundesverwaltung Nextcloud verwendet, ist einfach anders. Anderer Grund als ein Home-User, der es auf dem Raspberry Pi betreibt. Also leider kann ich auch keine richtig klare Antwort geben, ist zu kompliziert die Frage. Okay, ja, ja. Ja, das merkt man vielleicht auch an verschiedenen Stellen. Wir versuchen eigentlich sehr, sehr viele verschiedene Zielgruppen vielleicht manchmal anzusprechen. Natürlich, weil auch das Produkt einfach verschiedene Zielgruppen braucht. Ne? Du hast einmal die Administratoren bei Nextcloud, aber auch wieder die Nutzer, ne? Und genauso wieder bei verschiedenen anderen Projekten. Und von daher muss man da vielleicht schauen, gut, okay, vielleicht kann man ja die Leute so ein bisschen vielleicht besser erreichen, beziehungsweise manchmal habe ich das Gefühl, dass wir schon so eine Betriebsblindheit vielleicht auch manchmal im Linux- und Open-Source-Welt haben. Wir verwenden manchmal Fachbegriffe oder Sachen in der Hinsicht, die vielleicht ganz neue Leute, die in diesem Bereich kommen, jetzt wollte ich schon wieder Space sagen, das ist aber auch wieder sowas, was schon fast wieder ein bisschen zu sehr in die andere Richtung geht. Vielleicht kommen die da so ein bisschen auch, ja, ich sag mal, finden da auch einfach nicht so richtig sich vielleicht dann wohl oder verstehen vielleicht auch erstmal gar nicht so viel. Und was ich eine sehr, sehr tolle Initiative finde, ist beispielsweise unter anderem in der Open Source Business Alliance. Ihr betreibt ja vor allen Dingen auch Lobbyarbeit, würde ich mal sagen, und beratet verschiedene, also erstmal, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, also erstmal natürlich verschiedene Politiker oder verschiedene Instanzen in der Hinsicht, aber ich meine auch, ihr seid auch manchmal auch so für Firmen zuständig, also zuständig wie zuständig, aber versucht da auch nochmal ein bisschen mehr was abzucatchen. Vielleicht kann da jemand von euch nochmal ganz kurz zusammenfassen, was ihr genau macht und tatsächlich, wie auch bei euch diese Arbeit bis jetzt läuft, wie erfolgreich ihr die einschätzt. Ne? Das würde, denke ich, mich sehr interessieren. Lothar, du oder ich? Ja, vielleicht darf ich starten, weil ich da direkt anknüpfen kann. Ja, tatsächlich ist das so. Open Source Business Alliance ist als Verein organisiert, hat hauptsächlich Firmenmitglieder, die das, also Open Source Anbieter, die das unterstützen. Wir haben diese Woche Donnerstag hatten wir unsere Mitgliederversammlung und in der Tat haben wir genau an der Stelle ein Stück den Fokus aufgezogen. Das, was wir bisher gemacht haben, war Lobbying in Richtung Politik. Deutscher Adressat, europäischer Adressat, das, was der Frank eben auch schon gesagt hat. Aber wir haben den Fokus ein Stück aufgezogen. Seit Donnerstag gibt es im Vorstand einen Ansprechpartner der Open Source Business Alliance für Wirtschaft und Industrie, der also auch das Thema Lobbying dahin tragen will. Der sitzt vor euch. Also sprich, am Donnerstag gab es da eine explizite Vorstandsentscheidung dazu, beziehungsweise Mitgliederentscheidung dazu. Und wir versuchen also quasi die guten Argumente, die wir
denke ich, haben, in die Politik jetzt getragen haben, wo wir auch, denke ich, einen guten Erfolg haben. Nicht nur wir, nicht nur die Open Source Business Alliance, aber eben auch die Open Source Business Alliance, in die Wirtschaft und Industrie zu tragen. Könnte man jetzt viel dazu sagen. Ich denke, man kann viele Argumente übernehmen, aber es geht ein Stück weiter. Also wir haben eine Podiumsdiskussion gehabt, die das schon sehr stark gezeigt hat. Ein Highlight ist zum Beispiel, dass wir feststellen, dass die Firmen sich von extern getriggert fühlen. Die haben einfach noch nicht verstanden, dass das auch ein intrinsisches Thema ist, also dass ein Thema digitale Souveränität für sie durchaus auch aus operativen Risiken sehr interessant sein sollte, sondern sie fühlen sich wirklich durch Gesetzgebung, durch europäische Initiativen, Datenräume, in unterschiedlichen Branchen werden jetzt Datenräume, Anforderungen an Datenräume aufgestellt, getriggert sind. Und das kommt eher sehr bemüht da an. Also sie fühlen sich da sehr stark getriggert. Und da sind wir sehr aktiv, da wollen wir weitermachen und das werden wir mit unterschiedlichen Aktivitäten machen, Kontakt zu Verbänden. Wir hatten den ersten sehr interessanten, sehr wichtigen an Maschinen- und Anlagenbauer. Das wird weitergehen Richtung Banken, das wird weitergehen Richtung Automotive natürlich und so weiter. Frank, Ergänzung? Das kam unüberwartet, deswegen hatte ich den Mauszeiger nicht auf dem Unmute-Button. Nein, genau, also da gibt es eine ganze Reihe von guten Dingen, die Open Source Business Alliance da macht. Wobei man schon sagen muss, dass die Open Source Business Alliance hat jetzt nicht die unglaubliche Marketing-Power, sage ich jetzt mal, um jetzt hier wirklich massiv für Open Source und freie Software zu werben. Das heißt, wir müssen auch schon irgendwie schauen, dass wir auch noch anderweitig, dass die Projekte selbst, dass auch die Unternehmen, dass auch die, wir brauchen einfach noch ganz viel mehr Marketing und Lobbying-Power. Dann würde ich jetzt auch alle so aufrufen, sich zu denken, naja, da gibt es die Open Source Business Alliance, die machen das schon. Also letztendlich, wenn ich das richtig weiß, gibt es keine einzige Marketingstelle und es gibt jetzt inzwischen eine Stelle für politisches Lobbying. Also da sind wir irgendwie so bei einem Promille von dem, was irgendwie Microsoft und Google tun. Also wir brauchen da schon als Open Source Community müssen wir das da schon sehr viel breiter aufstellen. Also wenn ich da kurz einhaken darf, ich hatte das auch so wahrgenommen, wie ihr das gerade gesprochen habt, dass Firmen häufig gerade so was digitale Souveränität und Open Source Gedanken häufig da noch nicht so gut aufgestellt sind, aber schon sehr viel besser aufgestellt sind als Behörden in der Digitalisierung an sich. Ist das so auch so eure Wahrnehmung? Also das kommt mir jedenfalls manchmal so vor. Aber noch nicht so ganz. Lothar meint zumindest Kritik. Ich will jetzt Hauke nicht ausschließen. Hauke hatte nicht die Chance, was zu sagen. Aber ja, es ist zweigeteilt. Wie überall das ist teilweise branchenorientiert, aber findest du Firmen, die wirklich schon sehr weit sind, die auch in dem Sinne digital souverän denken? Und es gibt ganze Bereiche, die wissen es zwar nicht, dass sie auf Server-Side schon lange auf Open Source arbeiten und auch sehr erfolgreich arbeiten, aber denen ist das noch nicht wirklich bewusst. Das ist noch nicht im Bewusstsein. Also da gibt es beides. Es gibt wenige, die sind wirklich Leading Edge, die sind vorne dran, haben auch das Prinzip digitale Souveränität, was dahinter steckt und was das für Sie auch als Firma bedeuten kann, nämlich bis hin zum Verlust des Geschäfts. Ja, das muss denen mal klar sein. Da was tun und andere, die sagen, nee, ich bin so mit meinen anderen Problemen, Branchenproblemen oder IT-Problemen, das aufrechtzuerhalten, aktiv, dass ich mir darüber nicht noch Gedanken mache. Und die müssen wir erreichen. Und da hast du recht, Jean-Frédéric, das können wir nicht tun dadurch, dass wir in unserer Bubble bleiben, beziehungsweise dass wir unsere eigene Sprache sprechen, sondern wir müssen uns auf die zubewegen. Das kann man zum Beispiel im Firmenbereich tun, über diese Verbände Kontakte herzustellen zu den Verbänden, dass die Verbände in ihre Mitgliedschaft hinein dieses Thema sensibilisiert, das ist ein Weg. Okay, ja, absolut. Vielleicht auch nochmal ganz kurz, ich glaube, Frank hat es vorhin kurz aufgefasst. Ihr habt gemeint, ja, das läuft vielleicht ein bisschen Schleppenfahren, beziehungsweise ihr seid da noch auf einem sehr geringen Level gegenüber den anderen großen Playern wie Microsoft und Google. Ganz schnippisch gefragt, woran hakt es? Was fehlt euch? Einfach Manpower, die Ressourcen oder woran hakt es? Einfach mal kurz nachgefragt. Ja, nein, Manpower kann man immer gebrauchen. Ne? Das hat auch immer ein bisschen was damit zu tun, wer das dann auch bezahlt, sage ich mal. Ne? Also da haben halt die großen Tech-Unternehmen aus den USA haben da etwas andere Budgets, sage ich mal.
also die europäischen Player und Communities und Unternehmen wie wir. Das ist sicherlich ein Faktor. Ich finde aber auch immer ganz interessant, dass wir auch schauen müssen, dass wir unsere Argumentation auch immer zielgruppenspezifisch vielleicht ein bisschen schärfen. Also ich nehme das immer wieder so wahr, dass wir, wenn wir unter uns so reden, dann redet man irgendwie so als Open Source, ist ja irgendwie super und toll und es ist ja für alle von uns irgendwie, da wird ja gar nicht mehr drüber geredet. Ist klar, dass Open Source gut ist. Ja, ich finde es dann aber immer sehr erhellend und sehr inspirierend, wenn man dann mit Leuten außerhalb der Bubble redet. Und dann muss man erstmal erklären, warum das überhaupt gut ist und was überhaupt der Vorteil ist. Also ich kann mich noch erinnern an ein Gespräch, was ich vor einiger Zeit hatte mit einem Politiker, einem Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Das Gespräch lief ungefähr so ab, dass ich gesagt habe, ja, das wäre doch irgendwie schön, wenn du dich mehr für Open Source einsetzen würdest. Und dann war die Antwort, ja, also ich bin jetzt hier Abgeordneter von so einem ländlichen Landkreis irgendwo in Nordrhein-Westfalen, keine Ahnung. Ich habe jetzt bald wieder, steht die Wiederwahl an. Wenn du mir jetzt erklärst, wie ich mit Open Source wiedergewählt werde, dann setze ich mich für Open Source ein. Und dann wird es erstmal still. Dann denke ich so, okay, wie kann ich jetzt irgendwie, warum sollten sich jetzt irgendwelche Landwirte in seinem Wahlkreis irgendwie für Open Source interessieren? Und dann merkt man halt schon, was das eigentliche Problem ist. Und dann wird irgendwie gefragt, was ist überhaupt Open Source? Sorry, Lothar, ich bin gleich fertig mit meinem Monolog. Und gefragt, was ist überhaupt Open Source? Ne? Und dann ist ganz oft die Antwort, naja, das sind so diese Software-Lizenzen. Wir haben so ganz, ganz tolle Software-Lizenzen, so GPL, und die sind ganz toll. Und dann macht die andere Seite zu, ne? Weil es gibt ja nun mal nichts Langweiligeres als Softwarelizenzen auf der Welt. Ne? Also die Leute, die sich dafür begeistern, dass die Softwarelizenzen so toll sind, das sind eine sehr kleine Zielgruppe. Ne? Also das heißt, wir müssen irgendwie andere Dinge bringen. Und da ist dieser Begriff digitale Souveränität beispielsweise eigentlich ganz spannend. Weil eigentlich bedeutet er im Endeffekt ja dasselbe wie Open Source, ne? dass man die Kontrolle über seine Software und Daten und so weiter behalten soll. Aber da geht es eben um Souveränität, denke ich. Wie Lothar schon sagte, kann ich überhaupt, ist vielleicht mein Betrieb gefährdet, wenn irgendwie Microsoft den Preis erhöht oder wenn die NSA irgendwie reinschaut oder so weiter. Und das sind eigentlich die viel spannenden Argumente. Diese Softwarelizenzen, das ist irgendwie, keine Ahnung, also mit Softwarelizenzen kann kein Politiker eine Wahl gewinnen. Kurz, nur ganz kurz, bevor die anderen vielleicht dazu auch. Es gibt im Firmenbereich ein ganz ähnliches Story, die man erzählen kann. Ist jetzt auch schon eine gewisse Weise her, aber Vorstandsvorsitzender eines großen deutschen Unternehmens, noch nicht DAX, aber fast DAX. Herr Becker, wenn Sie mir erklären, wie ich innerhalb von 3 Jahren, so lange geht nämlich mein Vorstandsvertrag, Kosten einsparen kann, mit Open Source, denn Sie sagen ja, Sie sind kostenlos und so weiter und so fort, dann werde ich das definitiv in unserem Unternehmen durchsetzen. Wenn nicht, dann nicht. Ja, schlechtestes genau. Argument. Wir können uns jetzt über das Thema Kosten unterhalten. Das ist eines der schlechtesten Argumente, damit auch im Firmenbereich reinzukommen. Mhm. Aber das hält sich halt. Das ist eine Motivation. Ja, solche Dinge müssen wir beantworten. Dann werden wir großen Erfolg haben. Ja. Und nebenbei muss man auch Programmierer bezahlen, die Software programmieren. Das Ganze muss sich lohnen und so weiter. Also ist, glaube ich, auch einfacher gesagt als getan, dass man sagt, okay, man versucht vielleicht nochmal da preislich. Ne, ist aber auch richtig schwierig, dann Firmen oder Mitarbeiter umzuschulen für Software oder so weiter oder dass die Prozesse dann zu ändern. Das sind ja meistens sehr organisch gewachsene Prozesse, die ja teilweise vielleicht manchmal auch schon Jahrzehnte dann so laufen und da dann tausende Mitarbeiter umzustellen und in so kurzer Zeit, man sieht es an verschiedenen Projekten, das geht ja wirklich sehr schleppend voran. Ne? Es gibt verschiedene gute Beispiele, ich meine aus Schleswig-Holstein oder so, ihr macht da sehr, sehr viel mit der öffentlichen Verwaltung. Wie heißt das? Phoenix. Projekt Phoenix heißt das Ganze. Wo sie ja eigentlich erstmal einen relativ schlauen Weg machen. Also München hat uns, das war ja auch der politische Wille, das Linux-Projekt nachher abzusägen. Aber vielleicht war es auch zu viel auf einmal. Dass man Desktop umstellt, von Office umstellt auf LibreOffice und Co. Das war vielleicht insgesamt einfach zu viel für die Mitarbeiter, dass vielleicht auch zu wenig an Schulung gemacht wurde.
Das ist insofern ein Problem und von daher denke ich mal, Schleswig-Holstein ist da ein bisschen schlauer drauf, lässt denen erstmal ihren quasi gewohnten Desktop und sagt, naja, viele eurer Anwendungen sind jetzt im Web, da braucht ihr bloß einen Webbrowser für. Und dann ist das irgendwie so ein sanfterer Übergang, als den es in München gegeben hat. Und als Vorbereitung hier drauf habe ich mal so grob überlegt, was ich so für Kunden in den letzten Jahren gehabt habe und teilweise woran es dort gelegen hat, dass sie vielleicht überhaupt kein Interesse haben an Open Source oder allgemein am Wechsel auf irgendwas anderes. Letztendlich bin ich dann zu dem Punkt gekommen, dass es eigentlich mit Open Source nicht unbedingt was zu tun hat. Es ist eher so ein allgemeines Problem, Wechsel zu irgendwas. Das könnte jetzt auch ein Wechsel sein von, sagen wir mal, Adobe zu, wer ist das, Affinity oder so irgendwas, wo erstmal so Pfade eingefahren sind. Da bleiben die meisten Unternehmen halt bei. Und die Gründe dafür, die ich so gesehen habe, ist, dass es einfach keine Schulung für Mitarbeiter gibt. Es fehlen einfach Grundkenntnisse. Und da könnte ich jetzt viele teilweise Stories erzählen dazu, was mir auch zugetragen wurde, wo ich denke, dass es einen relativ hohen Wahrheitsgehalt hat, dass auch die Angst bei Mitarbeitern relativ tief sitzt, dass am nächsten Tag der Arbeitsplatz anders ist, da sie Grundkenntnisse nicht haben. Wird es denn zu einem großen Problem, wenn schon das Fenster verschoben ist? Also ich glaube, diese Geschichte ist wirklich wahr. Behördenumfeld, ein Kollege ist sehr IT-affin dort und der wird dann immer gerufen von irgendwelchen Kollegen, wenn das Fenster verschoben ist. Das ist ein großes Problem. Und dieser Punkt Angst, der ist nicht bloß bei den Mitarbeitern da, sondern auch bei Entscheidern. Bisschen aus allen Wolken bin ich gefallen von einem Sicherheitsbeauftragten eines Unternehmens, wo, sagen wir mal, durchaus auch Staatsgeheimnisse mit bei sind. Wer kam da ins Gespräch? Und er kam dann zu dem Schluss, ja, Microsoft, das ist schlecht für die Sicherheit und so, die können uns auch spionieren. Alles ganz, ganz furchtbar und böse. Hat er natürlich recht. Aber denn als nächstes meinte er zu mir, ja, aber Apple, das ist doch jetzt sicher. Also es fehlt in einigen Unternehmen einfach dieses Bewusstsein. Eigentlich müssten sie es wissen, es ist ein großes Problem für ihr wirklich Geschäftsfeld und da findet überhaupt keine Auseinandersetzung mit statt. Ja, und genau, also von daher würde ich sagen, es ist eher nicht unbedingt ein Open Source als solches Problem, sondern teilweise Ignoranz oder lieber nichts ändern, wir haben Angst vor neuem Problem. Gut. Naja, also Ignoranz weiß ich gar nicht. Ich glaube eher ein Bildungsproblem. Also die Ignoranz finde ich, das ist irgendwie so diese totale bewusste Entscheidung. Ich glaube, wir haben gerade auch in Deutschland, in anderen Ländern ist es unterschiedlich, muss man mal gucken, aber jetzt mal gerade so auf Deutschland auch geguckt, haben wir zu viele Themen auch in der Digitalisierung verschlafen und da glaube ich auch wirklich, was du zum Schluss gesagt hast, Hauke, das ist nicht Open Source nur, sondern wenn auch ein paar grundsätzliche Ideen und Dinge in dieser Digitalisierung von Menschen nicht wahrgenommen werden, die auch Entscheidungen treffen müssen oder dort eben halt mitarbeiten müssen, dann fällt es natürlich super schwierig, wie Frank das gerade schon gesagt hat, auf diese Themen von Open Source auch drauf einzugehen, was daran jetzt gerade gut ist. Also gut, beim Politiker da jetzt nochmal vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist natürlich dann gar nicht nur unser Bubble aus der Open-Source-Community, sondern überhaupt aus der Technologie. Wie erreichen wir eigentlich Menschen, dass die eine digitale Bildung bekommen, um dann auch selbstbewusst Entscheidungen dort treffen zu können? Das ist, glaube ich, noch ein größeres Thema. Ja, mit Bildung, also Bildung ist natürlich immer gut, aber ich weiß gar nicht, also ein anderes Beispiel, eine andere Geschichte, beispielsweise jetzt hier von aus München mal erzählt, das war ja zu der Zeit, wo ich noch sehr tief in KDE aktiv war. Da wurde ja versucht, wie schon angesprochen, auf einen Linux-Desktop zu migrieren. Und ein Feedback, was damals aufgekommen ist, auch noch eine weitere Geschichte, jetzt nicht mit den verschobenen Fenstern, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, aber was ich damals gehört habe, ist,
dass unter Windows sind ja im Dateimanager die Dateiordner, die Folder, die Ordner sind gelb und aus irgendwelchen Gründen sind die unter KDE blau. Also ich und andere IT-affine Menschen haben das dann noch nie drüber nachgedacht, dass es vielleicht eine Farbe sein könnte. Und das Feedback war tatsächlich, dass es dann Mitarbeiterinnen gab, die dann halt irgendwie nicht mit zurechtkamen. Ich habe dann nicht verstanden, dass diese blauen Dinge plötzlich die Ordner sind, dass sie jetzt nicht mehr gelb sind. Und dann musste man sozusagen die Ordner ändern zu gelb und dann war die Welt wieder in Ordnung. Also es ist tatsächlich, und das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt Bildung ist, also natürlich stimmt zu, dass wir mehr digitale Bildung brauchen, aber ich meine, du willst ja nicht ernsthaft einen Kurs machen über eine Technologieoffenheit eigentlich, so ein bisschen auch Mut mit neuen Dingen mal auszuprobieren, rumzuspielen. Genau, die Bildung ist eigentlich das, dass sie erkennen können, dass das auch in Ordnung ist, wenn ein Ordner blau ist. Lothar, sorry. Absolut. Also Thema Usability ist natürlich ein Thema, womit wir uns im Open-Source-Bereich beschäftigen müssen. Ich will aber nochmal quasi zurückgreifen auf das, was Jean-Frédéric auch schon angesprochen hat. Das ist auch unsere Sprache. So kam es auch zu dem Hype, will ich fast sagen, des Begriffs digitale Souveränität. Das ist ein Begriff, mit dem konnten Politiker plötzlich was anfangen, wenn auch nicht, vielleicht nicht richtig, aber zumindest haben sie den Zugang zu diesem Begriff eher gehabt als zu einem Begriff wie Open Source, so ein typisch technischer Begriff oder Frank hat es gesagt, zu Lizenzen, Arten von Lizenzen und so weiter. Das sind keine Themen, mit denen man quasi aus unserer Bubble heraus in andere hineinkommt. Aber so ein Thema wie oder was anderes, was ich sehr spannend finde, was wir übrigens auch diskutiert haben diese Woche, ist der Slogan der FSFE, Public Money, Public Code, ist ein super Slogan, der jedem sofort klar macht, was eigentlich dahinter steckt. Interessant ist es jetzt, so etwas für die Wirtschaft und Industrie zu finden, wo man eigentlich sofort draus herlesen kann, was die Idee dahinter ist. Und das ist zum Beispiel ein Teil, wo wir argumentativ weiterarbeiten müssen, das durchdenken müssen, Erfahrungen machen müssen und vielleicht das auch irgendwann mal in so einen Slogan gießen können. Aber Sprache ist da echt wichtig. Sehr, sehr schön. Ja. Ihr habt mir ganz, ganz viele Themen vorausgenommen. Ich finde das klasse, dass ich hier gar nicht so viel reden musste. Sehr, sehr cool. Generell absolut. Ich habe auch manchmal das Gefühl, nochmal ein Kommentar von mir, dass vielleicht auch manchmal erstmal was passieren muss, bis Leute umdenken und bis sie dann vielleicht denken, ja gut, vielleicht ist so eine Abhängigkeit nach Fernwest auch gar nicht so gut. Aber das ist halt auch nochmal ein ganz, ganz anderes Thema und es wurde auch schon immer mal wieder angesprochen, das Thema Bildung, beziehungsweise auch manchmal Allgemeinbildung. Also ich denke, wir sind uns alle einig, ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel rumdiskutieren, dass eigentlich die Schule selber, beziehungsweise die insgesamt die Allgemeinbildung, Zug Digitales in Deutschland ausbaufähig ist, sagen wir es mal so. Und generell habe ich dann verschiedene Projekte auch mit meinem Team oder wir haben auch mal so eine Gruppe gehabt, sozusagen so ein Bubble-Team, wo wir so ein paar verschiedene Ideen herausgearbeitet haben, wie wir vielleicht, ich sag mal insgesamt, womit wir vielleicht auch viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Sache ist aber, es ist auch relativ aufwendig, das dann zu machen, versuchen weiter diese Allgemeinbildung zu fördern, versuchen sich weiter zu öffnen, Anfängern her und auch vielleicht diese ganzen Begriffe, die wir ja auch manchmal verwenden und bisschen weiter zu erklären und vielleicht auch dieses Mindset weiter den Leuten ins Gedächtnis zu rufen. Und da habe ich jetzt beispielsweise vor, ich weiß es nicht, 2, 3 Monaten einen Instagram-Kanal gestartet und tatsächlich sehr plakative, einfache Nachrichten, also Bilder dann gezeigt, beziehungsweise erstellt und das geteilt. Und sagen wir so, der Erfolg war bis jetzt mäßig. Natürlich ist es schwierig, da extrem viel ich sag mal, dann da Zuschauer zu bekommen. Und die Sache ist auch tatsächlich, wenn man sowas anfängt, also ich komme ja tatsächlich hauptsächlich aus der Social-Media-Branche, wenn man so ein bisschen möchte, ist die Kontinuität, das Durchhaltevermögen und auch so manchmal so ein bisschen den Zahn der Zeit zu treffen. So, dass die Leute so ein bisschen drauf anspringen. Man muss vielleicht versuchen, auf aktuelle Themen vielleicht mehr Bezug zu nehmen, wo man dann nochmal so ein bisschen was abfischen kann, sozusagen vom Hype. Natürlich auch darf man sich hier nicht verbiegen, absolut nicht. Aber ich glaube, das könnte auf jeden Fall ein Ansatz sein, langfristig da auch nochmal durch zu
gehen, beziehungsweise auch nochmal die Allgemeinbildung dann doch so zu fördern. Ne? Wenn die Leute nicht zu uns kommen, müssen wir zu denen gehen. Und wohin müssen wir gehen? Da reicht es leider nicht, auch wenn Mastodon wunderbar ist, dezentral, frei. Aber ja, jetzt gerade geschieht das ein bisschen umgeschwungen mit Twitter. Aber generell, ja, wir müssen auch auf Plattformen drauf, wo die anderen drauf sind. Und die dann halt leider dann auch in Fernost oder in Fernwest liegen. Also sei es Instagram, TikTok etc. Und da braucht man vielleicht auch nochmal ein bisschen Manpower, ein bisschen Know-how. Also ich starte da schon ein bisschen was mit meinem Team. Es geht schleppend voran, weil man natürlich noch verschiedene andere Sachen zu tun hat. Aber vielleicht finden sich ja noch ein paar andere, die da wirklich noch ein bisschen reingehen. Ich sehe, Frank hat sein Mikrofon deaktiviert. Möchtest du was dazu sagen? Ich wollte nur ergänzen, hat erstmal volle Zustimmung. Aber ich glaube, es geht nicht nur um Social Media, sondern auch andere Dinge. Beispielsweise müssen wir auch zu Events gehen, die jetzt nicht Open Source Events sind. Und da sage ich jetzt mal nicht Open Source affinen Menschen erklären, warum Open Source wichtig ist und Linux. Und das ist aus meiner Erfahrung, hilft es dann nämlich auch beiden Seiten. Also einmal hilft es dann, für unsere Sache zu werben, aber man bekommt dann oft super wertvolles Feedback eben auch. Und man schärft dann auch seine eigene Denkweise, welche Argumente jetzt wirklich wichtig sind. Man merkt einfach, dass viele technische Argumente da nicht so richtig greifen und dass man einfach eine andere Sprache entwickeln muss, um ja, die außerhalb der Bubble Menschen zu erreichen. Vielleicht darf ich das noch ergänzen. Also absolut genauso ist es. Wir müssen in diese Foren gehen. Du hast recht, natürlich müssen wir auch in einem LinkedIn-Netzwerk aktiv sein. Wir müssen auf Facebook aktiv sein und so weiter, weil wir müssen die Leute da abholen, wo sie sind. Ich will aber einen zusätzlichen Faktor vielleicht noch herausstellen, und das ist der Faktor Mensch. Wir können das nur in diese nicht nerdigen Bubbles hineinbringen, wenn wir als Menschen, wie sagt man so schön, Ambassadore sind. Also Vertrauen den Leuten zeigen und demonstrieren und ja, Testimonials dafür sind, dass man uns vertrauen kann, dass man mit uns arbeiten kann, dass wir nicht nur die Nerdsprache haben und so weiter und so fort. Das ist der größte Hebel. Das ist übrigens auch der engste Faktor, den wir haben, die engste Ressource, die wir da an der Stelle haben. Also den Mensch, der spielt bei aller Technik eine verdammt wichtige Rolle. Das hatte ich auch gemerkt, gleich Hauke, genau, das hatte ich auch gemerkt, meine Mutter hat zum ersten Mal ein Android-Phone jetzt vor ein paar Monaten gehabt. Die Updates hat sie nicht eingespielt, weil sie wollte lieber mit mir mal drüber reden, weil ihr Sohn, der hat doch Ahnung davon. Und ich habe ihr das dann auch erklärt, was das dann so ist. Ich glaube, sie hat auch gut verstanden. Also wir haben da jedenfalls auch ein bisschen drüber gesprochen, wie das eben halt so ist. Das hat eben halt dort nur zugereicht, so ein paar Leute haben bei ihr das Vertrauen. Und manchmal sind das dann diese Bezugspersonen. Okay, sorry. Nee, alles gut. Da fällt mir jetzt spontan zu ein, also man könnte sowas wie Updates ja verkaufen, das ist quasi eine Schutzimpfung für dein Gerät. Also komplett andere Sprache dazu. Das, was ich aber eigentlich wollte, clevere Ideen, da habe ich hier noch so eine Kategorie, da habe ich zwei Punkte drauf. Das eine heißt Topio, das ist eine Initiative aus Berlin und die machen eigentlich was sehr Cleveres, die stellen sich auf den Wochenmarkt. Die haben auf dem Wochenmarkt einen Stand und die verkaufen kein Gemüse, kein Obst oder sonst was, sondern die haben so kleine Zettelchen mit Gemüse drauf und da ist jedes Mal eine Open-Source-Anwendung drauf, die man unter Android über das F-Droid heißt es, glaube ich, dieser freie Shop da. Und da kommen halt Leute vorbei, die vielleicht bloß einkaufen wollen und was macht ihr denn da? Also ist eigentlich eine total clevere Idee, das da zu machen, ein komplett anderer Bereich, wo ja letztendlich ganz normale Menschen sind, die mit IT ja wahrscheinlich herzlich wenig zu tun haben oder überwiegend. Und was anderes, was ich auch ziemlich clever finde, sind die Kollegen aus Reisdorf, da gibt es den Computerclub Klausdorf und die machen ein LPD, also den Linux Presentation Day, und die sprechen auch komplett andere Gruppen an, zum Beispiel in Altersheimen. Und das scheint extrem gut zu funktionieren,
und eben auch bei den Jüngeren, die sitzen in einer Bibliothek und machen dort ihren LPD. Also solche Aktionen, dass man mit der Idee Open Source vielleicht erstmal niederschwellig da vorbeikommt, den Leuten auch direkt irgendwelche Probleme löst, die sie vielleicht im Alltag haben und sagt, es gibt auch Alternativen dazu. Also, ja. Vielleicht darf ich da kurz anschließen. Ein Beispiel, ich habe es extra mitgebracht, diese Woche am Open Source Business Alliance Tag war die Open Toolchain Foundation, die gezielt auf Veranstaltungen geht und einen sogenannten Volksstick verteilt. Wir haben Sponsoren, ist auch eine Foundation und so weiter. Das ist ein Debian-basiertes Programm, schiebst rein, Stick kennen wir, Prinzip läuft. Und die wenden sich explizit an Education, Science and Technology. Also da sind Open-Source-Programme drauf. Ich habe es jetzt selber noch nicht angeschaut. Ich kann jetzt keine Garantie dafür geben, aber die Idee finde ich gut. Ne? Also sie haben mit dem Begriff Volksstick quasi, die sie dann auch frei zur Verfügung stellen, wahrscheinlich gesponsert in irgendeiner Form, quasi die Hürde ein Stück niedriger gemacht, dass man nicht downloaden muss und so weiter und so fort und dass man es auch quasi wieder wegnehmen kann, um in seiner Grundumgebung zu sein. Also was ich ganz gut finde, wenn man das anhand von Themen irgendwie versucht, den Leuten auch beizubringen, das aus diesen beiden Erzählungen gerade auch, dass ich nicht irgendwo hingehe und sage, das hier ist Open Source, sondern ganz, ganz Gemüse, ganz, ganz klare Birnen mitbringe, wo man reinbeißen kann und dann was schmecken kann oder so, ne? Also in bestimmten Anwendungsfall. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr hin, dass nämlich das ist ja nicht, Technik ist ja nicht losgelöst von allen anderen. Wir leben heutzutage in einer technischen Welt. Und wenn man immer versucht, dieses Thema Technik einfach nur separat zu betrachten, wird das, glaube ich, dieser Komplexität gar nicht gerecht, sondern eher mehr dort. Wir haben bestimmte Themen und auch Probleme, die wir lösen wollen. Und dafür brauchen wir dann immer Lösungen. Und ich glaube, das ist eher noch so ein Weg, wo wir ständig noch weiter hin müssen, weil dann kommen wir vielleicht auch eher aus unserer Bubble raus, weil Probleme gibt es überall. Frank. Ich wollte jetzt noch auf eine Problematik hinweisen, die mir ja auch erst vor einigen Jahren klar geworden ist, die ich aber ganz interessant finde, nämlich, dass wir eigentlich vor 20 Jahren, sage ich jetzt mal, als wir da für Open Source und Linux und freie Software geworben haben, gab es immer diese zwei Argumente. Einmal die Freiheit und das andere eben auch der Preis. Das heißt, man konnte irgendwie immer sagen, LibreOffice zum Beispiel, oder hieß damals noch OpenOffice, ist nicht nur besser und gibt dann Flexibilität, aber ist eben halt auch kostenfrei. Und Microsoft Office kostet sehr viel Geld. Und Linux Desktop ist kostenlos und Windows kostet viel Geld. Und GIMP ist kostenlos und Photoshop kostet viel Geld. Ja, also wir hatten immer so diese zweier Argumentation, gibt einem Freiheit, ist aber auch kostenfrei. So. Und das ist eine Herausforderung, die wir heutzutage haben, weil es heutzutage ganz oft nicht mehr so ist. Es ist zum Beispiel jetzt hier im Cloud-Bereich, wo Nextcloud jetzt aktiv ist, ist es eben inzwischen so, dass oft Nextcloud teurer ist als Microsoft. Jetzt kommen wahrscheinlich die großen Fragezeichen, das muss ich jetzt kurz erklären. Es ist halt so, wenn wir jetzt beispielsweise, wenn eine Schule möchte jetzt auf freie Software, Open Source, auf Nextcloud beispielsweise wechseln, ja, dann ist ja die Software, Nextcloud natürlich kostenlos, klar, natürlich, aber man muss es natürlich auf einem Server betreiben und der kostet Geld und man braucht natürlich auch irgendeinen Admin, der das Ganze irgendwie betreibt und überwacht und updatet und der kostet natürlich auch irgendwie Geld. Ja, wogegen, wenn man zu Microsoft geht, ist sozusagen kostenfrei und es ist alles quasi schon, das Hosting ist alles schon mit drin. Und wenn es quasi Microsoft, wie es in der Pandemie jetzt passiert ist, eben rumgeht und sagt, ihr bekommt jetzt hier kostenlose Teams und Microsoft Software und alles, und dann können die Schulen einfach auf die Webseite gehen und sich anmelden und dann ist es halt tatsächlich kostenfrei. Und wenn man dann hingeht und sagt, das ist jetzt aber schlecht, nimm doch lieber Open Source, dann ist Open Source bietet dann zwar Freiheiten, Datenschutz und so weiter, aber es ist teurer. Weil irgendjemand muss das Ganze betreiben. Und es kann viel Geld kosten. Ja, wenn es zum Videostreaming zum Beispiel geht, dann ist es so ein Server zu betreiben, der Videostreaming für irgendwie 1000 Leute macht, ist jetzt nicht so günstig. Ja? Das heißt, wir haben jetzt eigentlich ein bisschen einen strategischen Nachteil plötzlich, weil dieses ganze Kostenargument zieht nicht mehr. Wir müssen jetzt wirklich mehr über die Freiheit, über die digitale Souveränität argumentieren. Das macht es ein bisschen schwieriger.
Absolut. Ja, hast du auch nochmal ganz tolle Sachen angesprochen, die ich auch nochmal anmerken wollte und möchte auch nochmal am Ende darauf vielleicht kommen. Vielleicht müssen wir uns argumentativ auch manchmal neu aufstellen. Dann, was du gesagt hast, vor 20 Jahren haben diese Argumente noch gezogen, die ziehen jetzt langsam nicht mehr. Und da kommen wir wieder auch so zum Anfang. Ja, wir sind ja schon so ein bisschen in unserer eigenen Bubble, beziehungsweise man hat auch noch so viel anderes drum zu tun und man untereinander kennt sich ja gut aus, aber außen kann man schwierig dann besser überzeugen und vielleicht merkt man das auch gar nicht, dass man da mittlerweile vielleicht auch manchmal nicht mehr ganz so den Zahn der Zeit sieht. Also ich sehe auch nochmal zwei Probleme. Zum einen die Zugänglichkeit, also du hast es auch schon genannt, ne? Also es ist viel, viel einfacher für jetzt eine Schule einfach da bei Teams oder wie das auch immer heißt, da sich dann da anzumelden und das einzurichten da. Ich glaube, ich habe das mitbekommen sogar von der Schule, von meiner Schwester. Die haben das, glaube ich, während Corona innerhalb eines Nachmittags hochgezogen. Ne? Hat der Admin dann gemacht, irgendwie ein bisschen mal eingetragen, die sehen es, Daten rübergeschickt und da hatte jeder seinen Microsoft-Account. Ich glaube, ein Wochenende hat es vielleicht gedauert. Ne? Aber das ist ja auch unglaublich schnell und natürlich hat sich vielleicht auch Microsoft in gewisser Weise darauf vorbereitet oder haben das auch nochmal ausgebaut. Und vielleicht sind wir da auch manchmal ein bisschen zu langsam, beziehungsweise ist einfach die Hürde nochmal eine andere. Und klar, wir haben einen ganz anderen Gedanken, dass es eigentlich nicht bei einem selber, also dass es nicht in einer großen Instanz irgendwo überall gehostet wird, sondern dass es überall genau auf einzelnen Servern lokal gehostet wird. Klar gibt es natürlich ein paar Dienstleister, beispielsweise bei Nextcloud, ne? Ich glaube 1&1, Hetzner Hosting.de und so weiter, die ja damit euch auch teilweise verpartnert sind und dann da das auch einfach anbieten. Ich glaube, da gibt es schon Ideen, aber ich glaube, langfristig könnte ich mir vorstellen, dass es Sinn macht, dass man sich mal wirklich so zusammensetzt, mal ein paar Argumente auch wirklich aufschreibt, auch Gegenargumente aufschreibt. Wie kann man da wirklich sauber gegenargumentieren? Und ich muss auch sagen, wir müssen uns vielleicht auch manchmal selber auf die eigenen Finger hauen, wenn wir sehen, okay, manchmal ist unsere Software auch wirklich nicht so zugänglich. Also so habe ich das auch häufig gesehen manchmal. Und das ist natürlich auch schwierig. Und vielleicht auch nochmal zum Problem, was wir selber auch nicht so zu 100% lösen können. Nehmen wir mal das Thema Ubuntu. Ja, wenn ich jetzt Ubuntu nutze, dann funktioniert aber mein GPS-Gerät darunter nicht mehr oder sowas. Ne? Und ich glaube, da muss man schauen, dass man da, also dass man das updaten kann und so, Thorsten. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, habe ich immer mal wieder gehört. Ne? Das ist nur ein Beispiel. Aber vielleicht muss man da auch nochmal versuchen, nochmal andere Lösungen zu entwickeln und dann da vielleicht auch nochmal versuchen, die Hauptargumente auch so ein bisschen der Leute, die sagen, na gut, aber Windows ist doch besser, ich habe es im Chat vorhin gelesen, war eine ganz witzige Diskussion, dass man da dann vielleicht sich wirklich argumentativ, aber auch softwaretechnisch ein bisschen drauf vorbereitet. Und jemand will was sagen? Thema Interoperabilität, genau. Ein Riesenthema, müssen wir viel mehr reinstecken, viel mehr Power-Ressourcen. Da brauchen wir die professionellen Firmen und so weiter, die da mit investieren. Ich kann es von LibreOffice sagen. An sich ist LibreOffice ein sehr gutes Beispiel natürlich, aber wir hinken immer diesen Geschichten des Dokumentenformats und so weiter hinterher, Interoperabilität. Aber lass mich einen Aspekt, den ich gerade im letzten Jahr gelernt habe, den ich super spannend finde, mit einbringen. Wir reden sehr viel über Zugänglichkeit, Accessibility und so weiter, Interoperabilität. Habt ihr mal auf professionellem Bereich Erfahrungen sammeln können, was Microsoft da gerade mit seinen Office-Apps macht, mit seinem Online-Browser-Apps macht? Das ist die Katastrophe. Das ist die Katastrophe. Die reden sich immer raus mit allem, naja, dann geh auf die Client-Apps. Aber das ist die Oldschool. Das finde ich total spannend. Und jetzt kommt die Frage, die du eben gestellt hast. Die werden natürlich mit der Macht und der Power und den Ressourcen, die haben, wahrscheinlich relativ schnell das überarbeiten, obwohl das auch schon Jahre quasi diesen Stand hat. Aber wer jetzt zum Beispiel schon mal Erfahrung mit der Word-App gemacht hat, das ist die Katastrophe. Da kann man nicht professionell wirklich Textverarbeitung betreiben. Und da das sind ist doch wir, Microsoft. Muss doch gut sein. Ja, exakt. Genau. Ne? Und da sind wir zum Beispiel mit diversen Anbietern, Ecosystempartnern, die auch mit Nextcloud zum Beispiel zusammenarbeiten, schon bei weitem weiter. Ja? Absolut, Teams ist vor allen Dingen eine super Microsoft-App, finde ich persönlich. Ne? Ich habe selten so eine schlimme App gesehen, muss ich sagen. Aber vielleicht ist das ja auch nochmal Ansatz. Ne? Wir können hier argumentativ ansagen und dann vielleicht auch sagen, okay, gut, deswegen genau mit diesen Punkten ist beispielsweise dann LibreOffice besser. Das Zeitfenster ist kurz. Die werden massiv daran mit Ressourcen arbeiten. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass in 2-3 Jahren das natürlich, was aber für uns, in Anführungszeichen jedenfalls für die Linux-Welt, nur mal da abgesehen, auch nochmal ein Vorteil ist, weil im Webbrowser funktioniert
funktioniert überall. Ne? Aber davon abgesehen, tatsächlich, es stimmt schon. Also ich glaube, da muss man nochmal schauen. Wir überziehen es eigentlich schon gerade. Ich würde nochmal jedem nochmal ganz kurz die Möglichkeit geben, vielleicht nochmal einen schlussendlichen Satz oder Gedanken zu teilen, den er vielleicht nochmal am Ende loswerden möchte. Keine Gedanken mehr. Ich glaube, was schon ist, dass wir in den letzten Jahren doch ziemlich viele Changes hatten. Also ich habe jetzt gerade in Prag das gehabt, dass mir ein Microsoft Manager WSL, also Windows Subsystem auf Linux, eben halt erklärt hat, was man damit alles machen kann. Und danach hat ein Ubuntu-Mensch ihn erklärt, wie man dort Treiber erkennbar macht für Windows mit WSL, damit wieder Drucker unter Windows funktionieren und man benutzt dafür eigentlich Linux. Das war schon sehr abstrus. Das vermischt sich auch gerade, aber das ist jetzt eine technische Thematik dahinter. Die soziale Komponente finde ich da immer noch sehr entscheidend. Was, in wen glauben die Leute, wenn sie Trust in jemanden haben, sind sie auch bereit, auch einige Sachen hinzunehmen. Das ist unter Windows auch so. Windows kann sich auch einige Sachen erlauben, weil die ein großes Trust auch haben. Das müssen wir, glaube ich, auch aufbauen in der Zukunft weiter. Und das wird weiterhin auch ein anstrengender Weg sein, glaube ich so. Da mache ich in der Reihenfolge weiter, wie am Anfang. Also ich bin froh. Also der Titel dieser Diskussion fand ich sehr, sehr gut. Kann ich nur voll unterstützen. Wir müssen aus unserer Bubble heraus. Kann nur den Aufruf starten. Der hier im Publikum sitzt, sind wahrscheinlich sehr affin. Engagiert euch da, macht ähnliche Sachen wie der Jean-Frédéric und versucht Sachen aus. Raus aus der Bubble zu gehen, in verständlicher Sprache das zu machen und den Menschen dahinter zu zeigen und die Überzeugung zu zeigen, weil das ist das, womit wir überzeugen können, womit wir Vertrauen aufbauen können. Sehr pathetisch, aber. Frank? Ja, genau. Also ich glaube, wir müssen unsere Argumentation schärfen. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass Open Source aus sich heraus cool ist. Wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass es aus sich heraus irgendwie kostenloser ist und deswegen zugänglicher. Andere Dinge sind heutzutage auch kostenlos als SaaS-Lösung. Das heißt, wir müssen wirklich mehr auf dieses, ich habe digitale Souveränität, dieser Freiheitsaspekt, diese Flexibilität, dieses Datenschutz und so weiter. Ich glaube, das sind so die wichtigen Themen. Darf ich ganz kurz noch überziehen, noch einen kleinen Gedanke dazu. Mich ärgert auch immer, dass Microsoft immer besser wird in ihrem Marketing. Microsoft läuft ja inzwischen durch die Gegend und sagt, sie sind eigentlich eine Linux-Firma. Sie finden Linux total toll und Linux läuft ja in ihrer Azure Cloud und alles ist ganz fantastisch. Und ich hatte jetzt neulich vor ein paar Tagen das Erlebnis, dass ich einen Vortrag gehalten habe auf einem anderen Event. Das Thema war sehr reißerisch. Es war der Epic Battle between Microsoft und Europe. Da ging es um Antitrust und GDPR und sowas. Und Microsoft war Sponsor auf dem Event. Und ich habe dann gehört von den Veranstaltern, dass es Druck gab, meinen Vortrag nicht zu akzeptieren oder vielleicht den Titel zu ändern oder vielleicht keine Keynote daraus zu machen, weil Microsoft der Hauptsponsor war des Events. Und es ist ein reines Open-Source-Event gewesen. Also finde ich immer ganz, wir müssen da auch aufpassen, wir werden das ein bisschen unterwandert im Marketing von Microsoft. Dann mache ich weiter. Großer Punkt. Ja. Was wir vielleicht noch nicht so unbedingt hatten, wenn wir quasi so Marketing als Überbegriff dafür nehmen wollen, dann müssen wir das so ein bisschen zuschneiden. Also es gibt keine Argumentation, die wirklich für jeden und für jeden Einsatzzweck passt. Ein bisschen kategorisiert habe ich das einmal Politik und Firmenpolitik. Das sind so zwei Bereiche, wo man vielleicht übers Image argumentieren kann, dass ihr euch ein positives Image nach außen gebt, dass ihr auch unabhängig seid, dass es ganz als kurz, andere. Komm mal bitte ganz schnell zum Ende. Okay, gut. Also wir müssen das Ganze ein bisschen zuschneiden auf diejenigen, die entweder entscheiden, die es nutzen sollen oder eben auch auf die Politik. So, Punkt.
Sehr cool. Wunderbar. Vielen, vielen Dank euch allen. Wir überziehen leider maßlos. Der andere Vortrag am anderen Track beginnt jetzt nämlich schon. Und von daher müssen wir die Leute ja auch. Schöne Grüße an den Florian. Genau. Ja, absolut. Nee, der Florian kommt gleich, ne, hier auf dem Track dann. Ja, aber doch, dann direkt gleich. Stimmt, ja. Habe ich mich verguckt. Nee, vielen, vielen Dank an euch alle. Ich hoffe, ich finde, wir haben auf jeden Fall ein paar neue Aspekte herausgearbeitet und ich versuche das Ganze mal so ein bisschen kurz zu fassen und auch nochmal so zu veröffentlichen. Vielleicht schafft ihr das ja auch so, vielleicht einmal mal zu retweeten oder retweeten, dass wir das vielleicht nochmal ein bisschen teilen und diese Diskussion auch nochmal ein paar mehr Menschen zur Verfügung stellen. Nochmal herzlichen Dank an alle, die das live zugeschaut haben oder in der Aufzeichnung. Und dann vielen, vielen Dank euch. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Moderation. Ciao. Vielen Dank. Ciao.